Willkommen zu der ersten Etappe der grossen Schweizer Käsereise. Schon beim Kofferpacken in Zernitz ist die Spannung gross. Schaffen wir es auf unserer Reise durch die Schweiz, 100 Sorten Schweizer Käse zu sammeln? Anfangen tut es schon mal gut. Denn in Bern werden wir ganz herzlich empfangen, von offizieller Seite. Ich habe euch hier einen Gruß reingeschrieben. Ich wünsche euch eine gute Reise. Käse gut. Nach einem feinen Mittagessen werden wir dann auch schon mit den ersten paar Käse belohnt. Gut gelohnt gehen wir ins Bundeshaus, wo uns der Nationalrat Markus Ritter durch die verschiedenen Räume führt. Und wir uns mal können fühlen wie ein richtiger Politiker. Der Höhepunkt kommt aber zum Schluss. Der Markus Ritter überreicht uns einen weiteren Käse. Aus der Schweiz natürlich. Ab in den Kühlwagen damit. Und weil es gerade so gut läuft, fahren wir mit viel Schwung in Jura. Dort macht uns der Roland Zoss mit seinem Käslied viel Freude. Und er gibt uns auch noch gerade ein grosses Geschenk mit auf den Weg. Sein Lieblingskäse. Auch auf der zweiten Etappe sammelt man fleissig weiter und trefft auf einen ehrgeizigen Spitzensportler. Kommen Sie mit?